Ich bin der Alexander Gschiel, ich bin 15 Jahre alt und ich fahre Wasserski. Ich trainiere 5 bis 6 Mal in der Woche und im Winter, wenn es eben ein bisschen kälter ist, dann fliege ich nach Florida um, nach West Palm Beach. Also im Slalom fährt man generell durch Bojen und versucht den Kurs zu absolvieren. Im Trick, also Figurenfahren, versuchst du verschiedene Tricks zu machen. Für ein Salto kriegst du natürlich mehr Punkte, wie wenn du nur eine 360-Grad-Drehung über die Wellen machst. Und beim Springen versuchst du eben auch richtig viel Druck aufzubauen, dass du dann so weit springen kannst wie möglich. Ich würde sagen, ich bin besonders stark im Slalomfahren. Da bin ich zum Beispiel letztes Jahr Vize-Europameister geworden. Ich möchte ein Top-Talent werden, weil Wasserskifahren was Einzigartiges ist. Zum Beispiel, wenn es richtig heiß ist, kannst du einfach die mal auf die Bredeln hauen.